habe eine Mami aus der geistigen Welt, ich weiß nicht, mit welcher Dame ich da hinten spreche. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Ehemann hier, einen Partner. Ich bin bei Ihnen. Er war sehr krank. Und Sie müssen Ja sagen, bitte, Ja. Entschuldigung, ja. Ja, weil das Nicken verstehen die da vorne nicht. Und ich weiß, Sie mussten ihn lange pflegen. Ja, richtig. Er zeigt mir eben, und er war in dieser Pflege kein einfacher Mensch. Ja, es ging so. Ja. Ja. Er ließ sich nicht gerne helfen. Stimmt. Er konnte das nicht haben, wenn er etwas nicht selber kann. Mhm. Und es hat mit seinen Bewegungen zu tun, diese Krankheit. Ja. Ich weiß nicht, ob ich von Parkinson oder Alzheimer spreche, aber es war mit Bewegung, die er nicht mehr machen konnte. Orthopädisch. Aber die Bewegung verstehen Sie. Ja. Und es hat auch mit dem Gehen zu tun, weil er zeigt mir da, er schaukelt immer so. Ja. Und er hat dann versucht, Dinge zu greifen und konnte nicht und wurde wütend. Ja, richtig. Auf sich selber. Mhm, ja. Und diese Wut hat er nicht für sich behalten, die hat er ihnen gezeigt. Wissen Sie, ich bringe Ihnen noch mehr Beweise, aber ich weiß, er möchte sich dafür entschuldigen und sagt, ich bin jetzt ein bisschen sanftmütiger geworden. Er erzählt von einem Sohn. Haben Sie einen Sohn? Nein. Er erzählt von einem Mann, der ihm sehr wichtig war. Können Sie das verstehen? Ja, sein Enkel wahrscheinlich. Ja, ja. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Mhm. Weil um diesen Enkel, ich dachte jetzt, das ist der Sohn, hat er sich immer gekümmert, hat er sich immer gefreut, aber auch Sorgen gemacht und der war ihm sehr wichtig. Ja, richtig. Und das war so wie seine Lebensfreude noch. Ja. Weil dieser Enkel hat einfach alles ignoriert, was er nicht mehr konnte. Er hat einfach angenommen, wie er war. Ja. Und das hat ihm so gut getan, sagt er mir. Ich weiß, dass er einen besseren Beruf ist vielleicht ein falsches Wort, aber er hat seinen Beruf sehr geliebt. Ja, stimmt. Und in diesem Beruf hat es nicht nur mit handwerklichem Geschick zu tun. Er war eher so Beamter oder Wissenschaftler. Ja, gut. Aber wissen Sie, wieso ich Beamter gesagt habe? Er war so korrekt. Ja. Und alles musste so nach seinem, mich zieht es immer in den Kopf, alles muss so gehen, wie er das gerne hätte. Mhm. Mhm. Und wenn es nicht so geht, nein, dann hat er keine Freude. Ja. Wissen Sie, Sie sind eine Künstlerin, sagt er. Sie haben immer ganz geschickt ihn wieder irgendwie in seinen Frieden gebracht. Ja, stimmt. Ja. Ja, dafür möchte er sich bedanken, weil er war so in dieser Welt. Er war so mit seiner Arbeit, die er geliebt hat. Er war eigentlich, hat er euch zu wenig gespürt? Er war absolut korrekt. Ja. Unbestechlich. Ja, ist seine Arbeit auf jeden Fall. Er war so ein aufrechter, gerader, ehrlicher Mann. Mhm. Und er war auch jemand, der einfach, deshalb konnte er ja auch keine Hilfe annehmen. Er war selbstständig und er wollte selbstständig bleiben. Ja, richtig. Und ich weiß, dass es ihm schwer gefallen ist, am Ende des Lebens diesen Abbau zu erleben. Er hat ihn fast nicht akzeptiert. Ja, er wollte sterben, darf ich das sagen? Ja. Er wollte gehen. Ja, er wollte, das konnte ich sehen, ja. Und er ist in Frieden gegangen. Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Sein Gesicht, er hat gelächelt. Ja. Oh, fragen Sie ihn bitte, ob sein Onkel Max ihn abgeholt hat. Ich versuche das. Es geht einfach darum, er ist in Frieden gegangen. Ja. Er hat an ein Weiterleben geglaubt, obwohl er Wissenschaftler war, sagt er mir. Er hat auch an Gott geglaubt. Und er war nicht ein Wissenschaftler, der nur akzeptiert hat, was man sehen kann. Genau. Im Gegenteil, er war sehr interessiert in dieses Mystische. Ja. Mhm.
der Onkel Max, ich muss nur schnell fragen, damit ich weiß, ob ich die Energie recht spüre, richtig wahrnehme. Der war ebenfalls sehr krank. Ich frage Sie. Weiß ich nicht, ja. Als er in die geistige Welt ging. Ah, ja. Können Sie nicht, nein, wissen Sie das? Nein, weiß ich nicht, dass er Onkel Max krank war. Er war plötzlich gestorben. Es war sein Lieblingsonkel, der bewundert hat. Und Sie wissen nichts über ihn. Ich wollte eben wie einen Beweis bringen für Sie, damit Sie mir glauben, dass jetzt der Max da neben dran steht. Absolut, ich glaube Ihnen das. Ja, manchmal brauche ich die Beweise auch für mich. Weil es geht darum, dass dieser Max selber weiß, wie es ist, krank zu sein. Dieser Max war ein sehr reifer Mensch, ein weiser Mensch. Und er musste viel zu früh gehen. Ist das richtig? Mhm. Und er war eine Art Vaterersatz für ihren Mann. Mhm. Können Sie das verstehen? Könnte sein, ja. Weil er war ein wichtiger Mensch. Ja. Für mich sieht es aus, wie ein Mann da steht. Ja. Und er muss jetzt nicht mehr so hin und her. Er kann gerade stehen und der Max steht da rein. Ganz interessant ist, dass der Vater ihres Mannes, da war ja noch ein bisschen eine Schwierigkeit zwischen diesen beiden Männern. Kann ich das sagen? Ja, stimmt, ja. Die haben sich versöhnt. Ah ja, wunderbar. Ja, dann, sehr gut, ja. Das müssen Sie wissen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, weil ich weiß ganz ehrlich nicht, wie es in der geistigen Welt ist, da muss ich warten, bis ich selber gehe. Aber ich weiß einfach, dass die Entwicklung wie weitergeht. Ja, richtig. Und da haben sich die zwei jetzt endlich verstanden. Ja. Weil der Vater war ganz ein anderer Mann. Ja, es war sehr schwierig, ja. Die haben sich nicht akzeptiert. Aber jeder für sich okay. Aber die beiden ein bisschen schwierig, ja. Die Verbindung hat einfach nicht funktioniert. Es ist oft so im Leben, ja. Genau. Ihr Mann möchte sich bei Ihnen bedanken. Er weiß und er ist glücklich, dass Sie Ihr Leben trotzdem, dass er gegangen ist, so selbstständig in die Hand genommen haben. Dass Sie sich angefangen haben, auch zu überlegen, was mache ich noch? Ja, ist richtig. Da freut er sich. Ja, sehr gut. Sie haben auch Kontakte wieder geknüpft.